grüß Gott. Merhaba. Lief ja super gestern beim Fußball, wa? Ja, wir haben es eigentlich verdient gehabt, aber naja, Ball ist rund. Alles gut, Lebe geht weiter. Ist sehr lange, dass ich kein Video mehr gemacht habe. Ja, dir. Ja. Du bist sehr viel unterwegs, so longrange-mäßig und so, ne? Ja. Läuft? Ja, so, was haben wir da? Wir haben heute. Guck mal, er will gar nicht drüber reden. Haben wir auch schon die letzten Tage zu viel Kilometer gemacht. Jetzt hat Jan für mich eine Überraschung gemacht. Wir haben hier neue Janik bekommen. Man muss der Freundlichkeit dazu sagen, wegen die ist schon verkauft. Die hat der Simon gekauft. Also steht schon drauf. Ja, der hat uns freundlicherweise das Ding jetzt noch überlassen, weil wir dürfen das gleich auch noch schießen. Also insofern du mit einer Kurzwaffe noch umgehen kannst. Die neue TTI Combat von Terran Tactical. Terran Tactical, sind die jetzt zusammen oder was? Nee, der Terran Tactical hat mit Charnik zusammen einen kompletten neuen Polymerframe entworfen. Okay. Der Terran Tactical ist ja der Ami mit Hollywood und diese ganze, also ja, so ein Taktik-Fuzzi darf man schon fast nicht sagen, weil sonst ist das. Terran Tactical macht so diese ganzen Hollywood-Waffen und das Ganze und ist selber Shooter und so weiter. Und die haben Charnik hat mit Terran Tactical zusammen komplett neue Waffe aufgebaut, fällt auch auf der Charnik-Webseite in den Custom-Bereich. Okay. Und die haben den kompletten Frame zusammen entworfen. Also wenn du die schießt, bist du quasi schon Hollywood-Star. Ich bin auch so Hollywood-Star. Oder Deutschland-Star. Ja, von Schmiere Theater Heidelberg. So, ich räume das mal weg, dass wir hier... Ja, wir machen keine Werbung für Red Bull, das ist nur für Eigenbedarf. Ich habe das Ding ja jetzt schon gesehen. Kommt wieder in einem riesen Koffer. Du hast das Ding noch gar nicht gesehen. Nee. Jetzt achten wir mal auf deine Erstreaktion, bevor ja, wir... Was ist das für ein geiles Ding hier? Guck mal. So mit Zertifikat, hä? Den Erdal bekommt man schon direkt mit Aufklebern. Aber es sieht halt einfach geil aus. Wir haben, wie immer, achtet mal auf das Gesicht, wenn er das auspackt und anguckt. Machen wir erstmal Safety. Bedienungsanleitung und so weiter. Ist in Englisch gut bebildert. Wir packen so ein paar technische Infos und den Link zur Charnik-Webseite unten in diesen Videotextbums da rein. Also einmal ist eine extra Karte dabei zum Zerlegen und zum Zusammenschrauben, was bei den Dingern tatsächlich extrem leicht geht. Sagen wir mal, teilweise ist es tatsächlich in vielen Bereichen die Glock zu Ende gedacht. Und dann ist sogar eine extra Anleitung dabei. Guck mal, mit einem Warning. Das gibt's auch nur, wenn es aus den USA kommt. Das ist die Bedienungsanleitung dafür. Also mit dem kleinen Werkzeug. Ja. Das ist die Bedienungsanleitung und die Safety Instruction für das Werkzeug. Guck mal hier mit 1, 2, 3, 4 Frage, Ausrufezeichen drauf. Ist schon witzig, dass es zum Werkzeug eine Sicherheitsanweisung gibt. Da sind alle möglichen Werkzeuge drin, die ihr braucht, um die Waffe zu zerlegen oder um irgendwie dran rumzuschrauben. Wenn ihr diese kleine Mini-Pistole einmal auseinandergenommen habt mit dem Werkzeug drin, ich finde das ja voll cool, dann bekommt ihr die allerdings nie wieder zusammen. Also kommt in einem riesen Koffer, du hast ein Magazin in der Waffe, die Bedienungsanleitung. Was denn? Hier sind auch austauschbare Griffschalen für hinten wieder dabei. Ihr könnt die hier hinten austauschen, dass der Griff schmaler wird oder kürzer wird oder dicker wird. Das ist ein geiles Ding. Das ist deine Schminkdose. Weiß nicht, guck ja. Mal rein. Ich hab keine Ahnung. Oder vielleicht ist das einfach nur eine Marke, dass das halt die Terran Tactical Sonderedition ist. Wir haben uns das Ding vorher wieder nicht angeguckt. Der Simon hat sich's angeguckt. Platten sind dabei. Die Waffe ist Optik ready. Dann jede Menge Putzzeug. Holster. Holster. Speedloader. Und so sieht das Ding dann übrigens aus. Sieht noch viel geiler aus, wenn man es zusammen macht. Wenn man sich das einfach mal so gemütlich anguckt. Der Korn ist so lang, so doppelt Korn. Das ist ein High-Vis-Korn tatsächlich, haben die sich da so ein paar Gedanken gemacht. Also der Frame zu dieser Waffe, der ist komplett neu entwickelt mit Terran Tactical. Ist ein Polymer-Frame.
Du hast extrem aggressiv, also sie nennen es aggressive Riffelungen hier auf dem Schlitten, genau wie am Verschlussfanghebel, dass du halt in jeder Situation, dass es immer irgendwo drückt, dass du nicht abrutschst, ja, weil es ist ja tactical. Dann haben sie einen Kompensator drauf gebaut. Da finden wir später mal raus, ob das funktioniert. Also dieses Ding hier vorne drauf, ob das was bringt. Die liegt super in der Hand durch diese Riffelung hier. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie Schmirgelpapier, Stufe 3. Ist das Stufe 3? Keine Ahnung. Aber es greift sich tatsächlich wie Schmirgelpapier, was gut ist. Der Jetfunnel hier unten, der ist nicht so massiv übertrieben. Ja. Weißt du, das ist nicht so ein riesen Jetfunnel, wie du es teilweise bei der CZ hast und so weiter, was ja nicht schlecht ist, aber es ist nicht so ganz übertrieben. Hier unten klar eine Picatinny-Schiene. Ansonsten greift sich das Ding echt geil. Langes High-Viscon. Die Farbe. Ich weiß nicht, wie sie im Video rüberkommt. In Natura ist das so ein Mix aus Jan und Elda. Ja, kommt hin ungefähr. Du hast hier hinten eine Ladezustandsanzeige drin. Die ist super. Also die siehst du im Gegensatz zu vielen anderen Pistolen extrem genau. Und rein vom Abzugsverhalten her, dieses High Viscon, du wirst das gleich sehen, wenn du guckst. Wir haben eine Minimal, oder wir haben einen Vorweg. Aber dann bricht das Ding wie eine, ich sag jetzt mal, 1900, 2000 Euro Stahlpistole, Vollstahlsportpistole bricht nicht besser. Ja, definitiv. Das Geile, oder? Das Tolle ist tatsächlich, wenn man durchguckt, wir hatten das jetzt ganz oft bei Tanfobio und so, dass die Kimme hinten zu breit war. Dass du zu viel Spiel hast, ja, zwischen Kimmelkorn. Das passt hier super. Und dann gucken wir einfach mal, der Simon hat uns erlaubt. Das macht einfach Spaß. Danke, Simon. Ja, danke, Simon. Der Simon hat uns erlaubt, mit seiner Waffe noch ein paar Schuss zu machen. Also so sieht das Ding aus. Also wir probieren den Stock jetzt auch mal aus. Diesen einmal 10 Meter, weil ist ja eine Tactical, TTI, ja, Combat Tactical. Genau, 10 Meter ist okay. Wie gesagt, du schießt dann wie ein Hollywood-Star. Ich würde gerne auch so eine Waffe kaufen, aber ich habe leider schon 3,9er. 9 mm. Das ist ja jetzt eine Glock. Der hat das gleiche. Niemals. Da kommt ja gar nicht dran. Glock. Das macht richtig Spaß. Also wir formulieren das Ganze unter der Voraussetzung, wenn der Türke den Ami trifft und wir sie in Deutschland schießen, dann kann das nur lustig werden. So sieht's aus. Werden wir gleich sehen. Probada. Auf geht's. Er kann es nicht lassen. Wir können uns ja auch mal was überlegen mit Schlag den Erdal. Ja, bei Long Range vielleicht. 5 Schuss, 10 Meter. Eindruck. Brutal. Alter, seit wann schießt so gut her? Für deine Verhältnisse. Nee, wirklich sehr gut. Schnell geschossen, also Abzug top. Also ich habe ja viel mit Mette, also mit Janix geschossen. Aber ich finde, der ist besser als wie diese Vollstahl schon, der Abzug. Also du sagst, die ist, liegt dir besser in der Hand als die Rival S. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schießt sich tatsächlich, die schlägt gar nicht. Also es mag jetzt das an Kompensator dem wirkt an dem Kompensator doch gut, sehr gut. Ja, das, genau, das mag jetzt an dem Kompensator liegen. Also eine Vollstahl Q5, du hattest ja mal eine. Ja. Schlägt meiner Meinung nach mehr hoch wie diese Polymer. Auf jeden Fall, durch das selber geschossen mit meine. Ja, also die liegt ruhiger in der Hand. Du denkst gar nicht, dass es ein Polymer ist. Du denkst, dass es Vollstahl ist. Fühlt sich zumindest an. Auf jeden Fall. So, komm, wir gehen mal gucken. Schnell geschossen halt, wie immer. Meinst du, es wird besser, wenn du langsam schießt? Auf jeden Fall, alle 10 dann. Dann machen wir dann auf 25, ne? Ja, das ist kein Problem. Kein Problem. So, meine Scheibe. Kannst du ja mal kurz kommentieren. 1, 2, 3, dann bist du müde geworden. 4, 5. Stimmt, ja. Nein, alle 3 waren hier und dann bist du langsam müde geworden. Also die Waffe kann. Auf jeden Fall. Der Rest liegt an uns. Na klar. Gehen wir auf 25 Meter. Gucken mal, was passiert.
seine Lieblingsdisziplin, 25 Meter statisch. Jetzt lass ich mir Zeit ein bisschen. Viel zum Thema Zeit lassen. Hoffentlich bin ich auf der Scheibe. 25 Meter, wie lief's? Ich hab ein bisschen geschreut. Also die Waffe läuft immer noch gut, ne? Ja, aber es ist halt, ich hab ein bisschen langsam geschossen. Natürlich ist die Treffpunktlage jetzt ja wieder vollkommen egal. Es geht jetzt mal darum, wie kriegt man eine Puppe. Aber der Stabzug ist sehr schön. Also. Und sie nimmt sich, also jetzt die ersten 5 Schuss war tatsächlich so, gefühlt hat sie keinen Hochschlag durch diesen Kompensator. Kann man ohne Training so gut schießen, 25 Meter. Da ist doch gar nichts gut geworden. Der eine hast du gerissen wieder, weil du müde geworden bist. Ich glaube, du hast das Holz kaputt gemacht. Ich mache hier kein Holz kaputt. Doch, da oben, 12 Uhr. Also hier haben wir deine 25 Meter Scheibe. Das ist jetzt gar nicht so schlecht für deine Verhältnisse. Du bist ja mehr Gewehrschütze. Ja. Und ich habe schnell geschossen. Also ich hätte die zwei noch rein, dann wäre es okay gewesen. Wir suchen ja auch die Ausrede bei uns nicht bei der Waffe. Du hast mit der Waffe vorher noch nicht geschossen, ich habe mit der Waffe vorher noch nicht geschossen. War jetzt einfach mal. Aber die, nochmal, ich bin begeistert von diesem Kompensator. Also, dass der so viel runternimmt. Dass der so viel rausnimmt tatsächlich. Gucken wir mal auf meine. Jedes Mal 1, 2, 3, er wird dann müde, 4, 5, oh, sie müssen bezahlen, Herr Kern, 20 Euro. Das ist unterm Holz. Achso. Aber netter Versuch. Also die Waffe kann durchaus, die liegt ruhig. Wir waren jetzt auf 25 Meter. Klar geht das besser, aber ja, man sieht, dass die Waffe das kann. Du hast wahrscheinlich recht, hier Konzentration. Die Waffe geht in die richtige Richtung. Schön ist tatsächlich, wenn man die Waffe reinnimmt, dass die Kimme nicht so breit ausgeschnitten ist. Also die sitzt recht eng drin, dieses High-Vis-Korn. Also Spaß machen du die auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sehr schöne Waffe. Wir haben mehrere bekommen. Ich glaube, da ist auch nur noch eine da. Ach so, übrigens, vielen Dank für die Hilfe im gesamten letzten Jahr, mein Freund. Kein Problem, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein Jahr überstanden. Ja, ja, also ja. Danke an die Jungs und Mädels auch, die wir uns noch unterstützt haben. Aber ein Jahr rum, ja. Hätte ich auch ohne dich gar nicht hingekriegt. Ach komm, ja. Doch, und jetzt aber, bevor es zu sentimental wird, hören wir hier auf. Ja, sonst emotional wird wieder hoch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hast ja gestern schon Emotionen gehabt. Tschüss. Bis nächstes Mal, ciao.